Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog und der zweiten Ausgabe oder der zweiten Folge des Motoblog Bike Builds. Wir wollen uns heute ein bisschen um Stauraum kümmern, denn immer wenn ich unterwegs bin, habe ich Kamera und Stativ, Aufkleber und Firlefanz. Ich habe immer irgendwas dabei, wenn wir unterwegs sind und das zwingt mich dazu, einen Rucksack zu nehmen oder eine Tasche oder ähnliches und darauf habe ich tatsächlich nicht immer Bock, weil es mich halt auch einengt und immer so beladen zu sein. Man kann keine eigentlich, glaube ich, leiden. Ich habe mich deshalb für eine Schwingtasche entschieden und weil ich keinen tollen Partner oder Sponsor habe, habe ich mich für eine günstige Alternative zu den großen Herstellern entschieden. Darum wollen wir uns heute kümmern. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, denn so ein Ding habe ich eigentlich noch nie gesehen. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Und ab dafür. Gut, geliefert werden uns zwei Paketchen. Ich vermute, das wird Anbaumaterial sein und das andere Quality Control. Das ist wichtig. Gut, schauen wir hier hinten mal rein. Ich habe noch nicht reingeguckt, bin aber sehr gespannt drauf, was uns hier erwartet. Da haben wir das gute Stück. Mehr ist da nicht drin, Karton kann weg. Lecker eingepackt. Oh, wieder verschließbar. Okay, die sieht doch schon ganz gut aus. Nichts Besonderes, aber klassischer Stil. Hier unter verbirgen sich so Schnellverschlüsse aus Kunststoff. Hier oben geschlossen. Das ist ganz geil. Dann ist, denke ich, nicht die Gefahr nicht so groß. Oh, das werden wir es verlieren. Die riecht aber extrem stark nach Chemie. Prima. Dann schauen wir uns an, was hier in Quality Control noch vorhanden ist. Das Ding ist zugeklebt. Ja, das muss dafür. Quality Control ist auf jeden Fall gut verpackt. Hier haben wir den Winkel für die Schwinge. Die hier sind so Gummi, ja, Schaumstoff-Dingsels eingeklebt, das verhindert Kratzer, das ist schon gar nicht so schlecht. Gegenstücke, Schrauben und eine Anleitung. Na okay, Anleitung lesen wir nicht, brauche ich nicht. Los geht das! Der Platz hier hinten ist dann also für die Tasche zukünftig vorgesehen. Ob das mit der Sozio-Fußraste im Nachhinein noch funktioniert, müssen wir mal sehen. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir fangen damit an, dass wir den richtigen Platz suchen. Der Halter wird von hinten so angesetzt und dann müssen wir mal schauen, dass wir für die Tasche den richtigen Platz finden und das dann halt von hinten an der Tasche so markieren, dass wir durchbohren können, um die Schrauben nachher, die Tasche mittels Schrauben zu befestigen. Okay, der Halter sitzt. Von der anderen Seite kommt jetzt die Tasche so dagegen. Wir müssen mal aufpassen, dass wir dass wir hier vorne genug Platz lassen zum Dämpfer und der Feder, weil sich das Ganze bewegt. Und auf der anderen Seite befindet sich hier vorne die Sozius-Fußraste. Von der Rückseite werde ich mir jetzt mit einem kleinen Gegenstand die Löcher markieren, an denen ich für die Schrauben dann vorbohre. Okay, so sieht das im ersten Moment aus. Ich habe mir kleine Markierungen gemacht, Nägel reingesteckt. Die sind nicht richtig fest, die sind nur angesetzt. Damit suche ich mir die obere Position. Ich habe mehrere Positionen ausgesucht. Die Nägel helfen mir, das Ganze so ein bisschen in Position zu halten. Und dann kann ich von der anderen Seite, von unten halt, die anderen zwei richtigen Löcher finden. Also Positionen für die Löcher finden. Den richtigen Platz für die Tasche haben wir jetzt gefunden und die Position der Löcher habe ich hier durch diese weißen Stifte markiert. Gut, dann können wir das Ganze jetzt auf Maß bringen. Im Grunde genommen ist das gar nicht weiter schwierig. Wir werden jetzt die
Markierungen, die wir uns gesetzt haben, aufbauen auf 6 mm, damit die mitgelieferten Schrauben durchpassen. Na siehst du, war ja gar nicht so schwierig. Die Späne, die jetzt durch das Bohren entstand, hat uns verraten, dass hier hinter diesem schwarzen Kunstlederleder noch eine Metallplatte sitzt. Die sorgt für Stabilität. Ich hätte jetzt erst gedacht, dass ich selbst eine Metallplatte ansetze von außen innen, damit ich Stabilität in das Ding kriege. Aber hier ist eine integriert, das wusste ich nicht. Finde ich gut. Gut, dann können wir jetzt zur Maschine gehen und das ganze Ding ansetzen. Der Rest ist jetzt gar nicht mehr so schwierig. Ich werde die Folie, die mitgeliefert wurde, mal unterlegen, damit das gute Stück hier keine Kratzer bekommt. Was wir jetzt noch brauchen, sind 10er Schlüssel. Die habe ich hier schon mal parat gelegt. Und das Material zur Befestigung, das uns mitgeliefert wurde. Das ist nicht weiter schlimm eigentlich, im Grunde genommen. Recht simpel und wiederholt sich ja, egal was wir bauen, immer. Wir nehmen eine Schraube, darauf kommt als erstes die Unterlegscheibe, um die Auflagefläche von außen zu vergrößern. Dann kommt die Tasche, von der Innenseite das Metall, eine Unterlegscheibe und dann die selbstsichernde Mutter. Das ist der ganze Aufbau. Na, relativ simpel. Ich weiß nicht, ob er das scharf gemacht hat. Ich hoffe schon. Los geht das. Und bitteschön, da hängt das gute Stück. Ich habe eine Position gefunden, in der die Tasche jetzt so hängt, dass sie hier hinten an die Federung nicht gegenkommt. Und auf der anderen Seite ist es mir möglich, die Sozius-Fußraste noch zu bewegen. Ja, kleines entspanntes Gerät. Okay, das soll es für diese Folge dann gewesen sein. Mein Akku ist leer, sonst würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen oder erzählen oder zeigen. Wenn es gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Link, wenn du Bock hast, findest du in der Videobeschreibung zu dem Material und ja auch den Teilen. Die Werkzeuge gegebenenfalls auch, weiß ich noch nicht. Wenn du Bock hast, hinterlass mir gerne ein Abo, dann findest du mich in den Weiten des YouTube-Universums wieder. Und was noch? Die Glocke. Wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du Benachrichtigung, wenn sich auf diesem Kanal wieder was Neues tut. Ja. Ich habe noch ein paar Kartons, wir können noch ein bisschen was an der Maschine machen. Ich freue mich drauf und kleiner Teaser, die nächste Folge auf diesem Kanal hat mit einer anderen Harley zu tun. Das wird auch eine ganz interessante Sache. Sei gespannt drauf, ich bin's auch. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.